wunderschönen guten Tag. Heute ist Sonntag, der 28. August 2022. Ja, ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Wir befinden uns hier in La Gouy und wir gehen einmal mehr zum Lac Bleu. Dieser ganz tolle, blau schimmernde Bergsee. Ich glaube, es gibt schon ein Video auf meinem Kanal, aber das ist für mich einer der schönsten Orte auf der ganzen Welt überhaupt. Und deswegen kann man hier nicht oft genug herkommen. Und es ist auch schon 8 Jahre mindestens her, wo ich hier oben war. Jessica hat es noch gar nicht gesehen. Ne? Nee, habe ich noch nicht. Und dann wollen wir uns das mal anschauen. Also, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit diesem neuen Video. Hier steht jetzt 40 Minuten lang. Wir sind hier übrigens, wenn ich das richtig sehe, 1934 Meter hoch. Ich glaube, es soll eine 8 sein. So, im Hintergrund wird nachher gleich der Mont Colomb auftauchen. Das ist hier einer meiner liebsten Berge. So, dann wollen wir mal gucken. Wir gehen jetzt zuerst noch zwischen den Häusern hoch. Und hier steht das nochmal dran. So, hier geht es ganz schön steil hoch. Aber ein schöner kleiner Weg. Oh, da sieht es gleich aus, als wenn es ein bisschen flacher wird. Wir kommen hier auch gleich raus aus dem Wald, in die offenen Wiesen. Und dann sind wir auch schon bald da, weil so weit ist das gar nicht. Wir sehen uns gleich, wenn der Blick frei wird auf die Berge. So, wie ist die Lage? Sieht ganz gut aus. Oh, ein Stückchen hoch müssen wir noch. So, das Panorama wird besser. Hält hoffentlich. Hier oben geht der Weg gleich weiter, da kommen gleich die Häuser und dann ist man hier auch gleich am See. So ein kleines Café oder Kiosk oder sowas. Ich habe nicht mehr so einen großen Weitwinkel eingestellt. Dafür ist jetzt hier sozusagen eine Horizontsperre drin, sprich ich kann jetzt ein bisschen kippen, das seht ihr gar nicht, und der bleibt trotzdem gerade. Wie auch noch gar nicht gesagt. Ich habe ein bisschen aufgerüstet. Wir filmen jetzt mit der Hero 9 inzwischen. Nicht mehr mit der Hero 7, die ist zu Hause geblieben. So, ich meine, wir müssten auf den letzten Metern sein. Ja, bonjour.
Schatzi, da ist er. Ich sehe gar keinen Wasserfall. Oh, ein ganz kleines Rinnsal nur. Oh, ist der trocken. Aber geht. Oh, die waren im Wasser. Windig hier. Algen drin, habe ich nie gesehen. Mal da oben hoch. Ja, Brotzeit. Der Baumsturm, ich glaube schon immer, glaube ich. Da hinten ist noch eine kleinere Version. Und hier drüben haben wir jetzt gleich den Mont Colon. Mein liebster Berg. Wo kann die Welt schöner sein? Ich habe jetzt mal ein bisschen umgestellt, die Kamera, sonst kriege ich das nicht so drauf, wie ich das gerne möchte. Also das Blickfeld ist wieder ein bisschen weiter und es gibt vielleicht wieder ein bisschen diesen Fischaugeneffekt. Wir gehen jetzt mal wieder in Richtung Wasserfall. Schön die Natur sein kann. Nichts von Menschen gemacht, das kann so schön sein.
Jessica ist da drüben. Wird gewunken. Habt ihr das gesehen? Und mir schreibt schon wieder jemand. Die kleine Lerche. Wie sauber das Wasser ist. Das ist echt der Wahnsinn. So, ich bin jetzt noch mal ein bisschen oberhalb. Jetzt weht hier leider der Wind gerade ein bisschen rein. Ich hoffe, man merkt das nicht. Da unten haben sich gerade einige Hunde in der Wolle. Wenigstens sind sie jetzt gerade still. Ja, das Panorama ist einfach fantastisch. Ja, und damit müssen wir jetzt auch langsam wieder los. Leider Gottes. Ich gehe runter zu Jessi und dann wollen wir mal wieder runter zum Auto. Ich melde mich aber nochmal. Ich nehme euch einfach nochmal ein bisschen mit hier. Tut mir leid, wenn das Video zu ausgiebig ist, aber das ist für mich, wie gesagt, einfach so ziemlich der tollste Ort der Welt hier. Und ich brauche auf jeden Fall genug Material zum Filmen. Und zum Schneiden später. Vielleicht ist es für euch nachher gar nicht so viel.
Wir haben es heute, wie gesagt, Sonntag. Und deswegen ist das hier wahrscheinlich auch relativ voll. Wie gesagt, der Weg von unten von La Guy dauert ungefähr, unten steht dran, 40 Minuten und wir waren wirklich nicht schnell. Und das schafft man tatsächlich in der Zeit. Es ist teilweise relativ steil, aber wenn man sich Zeit lässt, dann kann man das durchaus bewältigen. Und dann ist man an so einem tollen Ort hier. Also, das lohnt die Mühen. Ja. Für einen trainierten Menschen ist das nur ein kleiner Katzensprung. Sollte jeder hinbekommen. Jessica hat jetzt scheinbar doch Hunger gekriegt. Käsebrot. Mettbrötchen. Auf dem Weg runter. Kann man hier auch noch mal schön ins Val d'Hérens reingucken. Bisschen Schleierwolken reingezogen. Ja, einfach schön. Ja, wir sind wieder unten in La Guy angekommen. Hier stehen ganz viele Autos, ist ja auch klar, da oben war ja auch ganz Teil an Leute. War wieder richtig schöne kleine Wanderung da oben zum schönsten Ort der Welt. Und damit heißt das langsam wieder Abschied nehmen. Hier unten ist noch die grüne Version von dem See. Ja, wa? Tja, und damit sagen wir das wie immer. Wir hoffen, wir sehen euch bei einem unserer weiteren Videos wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sie haben ein Taxi bestellt? Ja.